vor, also genau genommen am 24. April 2019, konnte ich mit Eric Blesko seinen 95. Geburtstag feiern. Er hat damals versprochen, dass er als nächstes den 100er packt. Den hat er leider nicht, also jetzt feiern wir heute seinen 100er schon im Voraus für ihn, mit ihm, statt ihm, weil er sehr verbunden war mit der Biennale eben schon jetzt im Oktober und nicht erst im April. Ja, ich darf besonders herzlich begrüßen die Familie von Eric Blesko, die er immer bezeichnet hat als seine Rache an Hitler. Seine Tochter, seine Enkel, seinen Sohn, also Tochter und Enkel sind alle hier, die Rache ist da. Herzlich willkommen. Ich habe Eric Blesko 1976 kennengelernt. Das war eine sehr skurrile Begegnung, von der er nachher gesagt hat, sie hat nie stattgefunden. Laut ihm war unsere erste Begegnung 1977 in Cannes beim Festival. Ich bin damals für den ORF interviewen wollen und er hat gesagt, er spricht nicht mit einer österreichischen Institution. Ich war verdattert, bin ihm dann nachgelaufen und habe gesagt, aber ich bin keine Institution, ich bin ein Mensch und so wie ich sind viele Menschen in Österreich, die nach dem Krieg geboren sind, die eigentlich nichts mit den Nazis am Hut haben und die gerne Menschen wie ihn kennenlernen, seine Geschichte hören und so. Und das hat, er hat dann ein Interview gegeben und hat langsam, schrittweise eine Freundschaft begonnen mit Österreich und mit Wien. Er war wirklich ein großer, ein Big Shot in Hollywood, einer der ganz großen Produzenten, Präsidenten von United Artists und von Orion. Und zwar muss ich sagen, dass die Biennale überhaupt sehr viel damit zu tun hat, dass Eric Blesko nach Österreich zurückkam. Im Jahr 1993 kam der damalige Biennale-Direktor Alexander Horvath auf die Idee, die vertriebenen jüdischen Mitbürger, die irgendwo es auf der Welt im Filmbusiness geschafft haben, nach Wien zurückzuholen. Also es war das erste Mal, dass eine österreichische Institution dieses Rückkehrangebot gemacht hat zu einem Symposium, das da sind wirklich Leute gekommen, da ist einem der Atem stehen geblieben, wer aller da war, unter anderem auch Leon Askin, Amos Vogel, der Eric Blesko, Theo Bickel und so weiter, die am Anfang alle nur Englisch sprechen wollten, weil sie so eine Abscheu vor Österreich hatten und vor der Sprache. Und dann schon am zweiten Tag haben sie alle Deutsch und Wienerisch geredet und waren dann ganz begeistert. Und dann hat ihn schließlich der Kulturstadtrat, der damalige Peter Marbo, zum Präsidenten der Biennale gemacht und es war wirklich ein Erfolgsmodell sondergleichen. Wir verdanken ihm alle viel für die Biennale und seine letzte Großtat war, dass er Eva San Giorgi, die neue und jetzige Direktorin der Biennale, bestimmt hat und ins Amt geholt hat. Und ich möchte sie jetzt auf die Bühne bitten, Eva San Giorgi, wie gesagt, danke. Die letzte Tat von Eric Blesko. Schönen guten Abend. Vielen Dank, Gabriele. Vielen Dank, Gabi. Und danke Ihnen für Ihr Kommen, really. Ich habe Eric Blesko leider nie getroffen, persönlich. I never met Eric in person, but we spoke on the phone several times. He was a great speaker also on the phone. And I can say that he was always able to share with me a lot of energy, a lot of confidence and enthusiasm at the same time. And he made me feel at home. He shared with me a great strength and I felt the Biennale was the place to be and I'm still here, no? This Italian arena. He supported because I know that I owe a lot to him. He was a great supporter when I was one of the candidates for the Biennale directions and in order to carry on Hans Hurk's work. And even if, we did not have the chance to shake hands, we shared a lot of things. And I think that I got in contact with his
insights, with his wisdom, and of course with his sense of humor. That is very special. And it's a great honor, I'm here on behalf of the Biennale, to welcome Michelle Abt, his daughter, and his whole family here in Vienna. It's a very great honor for us, for the Biennale, to have the chance tonight to celebrate his work and to remember him. We do it always, every day, during every edition, but in this case it's really a special night, and I thank you for coming and take the chance to watch one of the great films that he was able to produce. So just let's go to the point, and please help me welcoming on stage Michelle Abt. Das ist der Oscar, den Eric Plesko für Amadeus gewonnen hat, und Michelle übergibt ihn der Biennale. Wir sind alle sehr stolz drauf. Hello, thank you. My father used to make a speech every year at the opening night of the Biennale. Unfortunately, I don't speak German, so I didn't understand what he was saying, but it must have been very funny because there was a lot of laughter and a lot of clapping. He was a tough act to follow, and I won't even try to do that. But I do know that he loved the Biennale. His work with the festival and the Film Fund was very important to him and very, very fulfilling. In fact, many of his closest friends in the last part of his life were people that he met through the Biennale and the Film Fund. And they went back and forth. He came here, they came to the States, we all met each other, and many of those people are here tonight, which is really wonderful. Making the film Amadeus was one of his proudest achievements. It is a perfect example of the kind of movie he loved to make. A great story, wonderfully acted, beautifully made, truly elegant. He would be very pleased to know that the Academy Award for Amadeus has found a home in Vienna, the city he was born in, the city that he loved, and the city that he was able to return to and enjoy so much in his later years. My brother, who's not here, but he's here in spirit, myself, and all of Eric's grandchildren, of whom he was extremely proud, are delighted to have helped make this happen. Thank you so much. You're welcome. Ich möchte nur was sagen. Das ist wirklich ein ganz tolles Geschenk, eigentlich, das Eric noch gemacht hat. Zu seinem 100. Geburtstag der Biennale, die er gelebt und geschätzt hat. Hier wurde er eingekocht von seinem Lieblingswirten, der auch anwesend ist. Und er hat erzählt, noch kurz ein paar Worte über den Film. Er hätte den Amadeus gerne in Wien gedreht. Aber er hat mir dann gesagt, da hätte man, wenn die Papillon-Hunde, ich habe gar nicht gewusst, dass die Maria Theresia solche hatte, an einen Randstein gepickelt hätte, die Filmhunde, hätte eine eigene Genehmigung gebraucht. Jedes Ding, das man drehte, jedes Hauseck musste eine eigene Genehmigung haben. Das hat sich geändert, seit es die Vienna Film Commission gibt. Seither kommen internationale Produktionen sehr, sehr gerne nach Wien, weil sie hier die gute Voraussetzungen haben zu drehen. Er war dann auch nicht glücklich mit Prag, wo er den Film gedreht hat, weil er gesagt hat, da gab es Stromausfälle, dann Streiks und Dings und alles. Also wäre es vielleicht in Wien weniger kompliziert gewesen, aber er hat ihn in Prag gedreht. Es ist, wie gesagt, das tolle Stück von Tom Stoppard, das Miloš Forman verfilmen wollte und das ja wirklich ein Welthit geworden ist und Oscars gewonnen hat in allen Hauptkategorien, nicht nur bester Film, das war für den Eric, sondern auch beste Regie, beste Hauptdarsteller, einfach alles. Er hat 8 Oscars insgesamt gewonnen, auch in den Hauptkategorien. Ich will jetzt gar nicht viel über den Film reden. Wie gesagt, es ist ein Erlebnis, ihn wiedersehen zu dürfen. Ich wünsche einen viel Vergnügen dafür und einen schönen Abend. Und denken Sie alle einmal kurz an den Eric, der
eigentlich unser bisher einziger Präsident war. Schönen Abend.